Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Vizebeast Light Tutorial. Heute kommen wir zum zweiten Teil von Solarenergie. Heute geht es um die Solarhelme. Beim letzten Mal hatten wir die Solarenergie, die man zu Hause benutzen kann. Jetzt kommt heute die Solarenergie für unterwegs. Dann kommt noch die Energiespeicherung für unterwegs und Energiespeicherung für daheim. Das zeige ich heute auch noch. Und Tools, die man verwenden kann. Also elektrische Tools, die man verwenden kann. Also wie Diamond Drill, womit man dann halt, das ist wie eine Spitzhacke, wie eine Diamantspitzhacke. Aber da komme ich später zu. Erstmal fangen wir an mit dem Solarhelm. Und das ist der erste hier, der Solarhelm. Den craftet man genau so. Also 5 Iron Ingots. Ein Solarpanel in der Mitte und 3 Copper Cable. Um die ganzen Rezepte zu wissen hier, schaut bitte dann den ersten Part an von Solarenergie, also ist die letzte Folge gewesen, ist auch nochmal in der Beschreibung drin. Oder guckt ihr in die Playlist, das ist ja auch die erste Folge direkt. Und da könnt ihr dann halt die Rezepte zu Solarpanel und den ganzen anderen Sachen sehen. Das sage ich aber auch nochmal alles hier, was halt in der ersten Folge war. Also Copper Cable müsst ihr erste Folge gucken, Solarpanel. Und ja, hier sind Iron Ingots. Und ja, damit kriegt ihr dann halt einen Solarhelm. Dieser hat 1 EU pro Tick. Und halt produziert halt die wenigsten Energie. Ja. Ist genau wie bei dem Solarpanel. Der produziert auch in 1 EU pro Tick. Also ist genauso wie der Panel, nur für halt unterwegs. Für den Low Voltage Solarhead, also LV Solarhead, braucht ihr einen Eisenhelm. Und ein Low Voltage Solar Array. Also da braucht ihr halt die höhere Stufe. Der produziert 8 EU pro Tick. Also 8-mal so viel wie der Solarhelm. Ganz klar. Und ist halt damit auch 8-mal so gut. Und jetzt kommen wir zum MV Solarhead. Da braucht man auch wieder einen Eisenhelm für. Man kann das auch so rum anordnen, das ist relativ egal. Da braucht man halt einen Medium Voltage Solar Ray. Das ist schon wieder eine härtere Klasse. Also da muss man schon mehrere Ressourcen haben und einen Eisenhelm. Und ja, der hat produziert halt schon 64 EU, 8-mal so viel wie der und 64-mal so viel wie der. Und ein HV Solarhead ist wohl der ja, meist ressourcenverbrauchendste. Braucht ein High Voltage Solar Ray. Kriegt ihr viel. Und ein Eisenhelm auch. Und dann kriegt ihr ein HV Solar Head. Der produziert 512 EU. Auf jeden Fall das meiste und um einiges mehr noch als der MV. Also der produziert, warte, das waren 512 mal so viel wie der Solarhelm. Und ist wirklich krass. Also er ist so wie 512 Solarpanels. Dieses HV-Ding. Und das produziert echt mega viel Energie. Und ja, diese produzieren halt unterwegs Energie. Noch eine Sache dazu. Die produzieren die drei. Solarenergie ist ja nur, die funktioniert ja eigentlich nur am Tag. Aber es gibt ein Bug. Und zwar bei den normalen Solarhelm. Der funktioniert auch bei der Nacht. Also der produziert auch bei Nacht Energie. Warum? Ist einfach ein Bug. Normalerweise sollte das nicht so sein, aber ist halt so. Und das zeige ich aber später auch nochmal. Okay, gut, das wären dann erstmal die Energie, die produzieren. Jetzt kommen wir zu den Bedpack und dem Labpack. Also Energiespeicherung für unterwegs. Die benötigt, den könnt ihr dann halt auch gebrauchen für eure Tools. Die werden sich, laden sich auf, wenn ihr die hier habt. Aber auch nur, wenn ihr sie benötigt. Also wenn ihr nur die benutzt, verbrauchen die auch Energie von dem Bedpack. Sonst verbraucht das Bedpack keine Energie. Okay, das zeige ich aber auch gleich nochmal, genau. Lol, jetzt fängt hier mein Handy an zu vibrieren, glaube ich. Naja, egal. Bedpack. Bedpack baut ihr so, 6 RE-Batterien, ein Electronic Circuit, ein Tin Ingot. Die macht, seht ihr alles schon im ersten Tutorial-Part von der Solarenergie, da ist alles schon drin und da kriegt ihr so ein Bedpack raus, weil wenn ich das jetzt nochmal zeigen würde, dann wird das Tutorial ja übelst lange gehen. Es ist ja auch extra gemacht, dass das der erste Teil war und das der zweite Teil war. Ich wollte das nämlich nicht alles zusammen machen, das wird nämlich übelst lange dauern. Der erste Part ist schon 30 Minuten lang geworden. Ich will nicht wissen, wie lange das dann insgesamt gewesen wäre. Noch länger. Und ich denke mal auch, wenn es länger als 30 Minuten geht, dann wird es schon echt krass viel. Deswegen wollte ich das auch in zwei Parts machen. Und dann kriegt ihr halt ein Bedpack. Das Bedpack, das kann nur 60.000 EU speichern. Ja, ist halt nicht so viel. Und dann gibt es halt noch eine mächtigere Version, das Labpack. Das speichert 300.000, das ist das hier. Labpack 300.000 EU. Also 5-mal so viel wie das Bedpack.
Und das bringt auf jeden Fall noch mehr. Ich finde eigentlich, das geht noch relativ einfach. Ihr braucht halt ein Bedpack. Ein Advanced Circuit braucht ihr. Advanced Circuit zeige ich gleich. Lapis Lazuli Blöcke, die sind ganz einfach. Also 9 Lapis Lazuli anordnen, dann kriegt ihr sowas. Ein Advanced Circuit, den zeige ich hier. Also da braucht ihr 4 Redstone, 2 Lapis Lazuli und 2 Glowstone. Die kriegt ihr im Nether, die kriegt ihr in Höhlen und die auch. Lapis Lazuli und Redstone Höhlen. Electronic Circuit auch im ersten Part. Das könnt ihr da drüben sehen. Dafür braucht ihr halt 6 Copper-Cable und Refined Iron und Redstone. Das wird aber alles im ersten Part erklärt. Solltet ihr euch auf jeden Fall angucken, sonst würde euch das Tutorial nichts bringen. Weil ihr so oder so erstmal diese Grundlagen haben müsst, um überhaupt hier diese Teile zu bauen. Sonst geht das so oder so nicht. Also da müsst ihr euch schon den ersten Part angucken. So, jetzt kommen wir zu der nächsten Sache. Jetzt waren wir bei der Speicherung für unterwegs. Jetzt kommen wir zu den Tools, die ihr dann auch verwenden könnt. Also als erstes kommen wir zur Electric Ranch. Das ist das erste Teil. Das ist einfach wie eine Ranch. Mit dem könnt ihr dann halt so Sachen abbauen, wie ein Solarpanel, eine Bedbox oder Maestrator, also Maschinen und solche Sachen. Die Geräte könnt ihr damit abbauen. Also alle die Geräte, die hier halt zugehören zu diesem Mod, könnt ihr damit abbauen, weil wenn ihr den mit der Spitzhacke oder so abbaut, dann gehen die zu 90% kaputt. Also 10%ige Chance war das, glaube ich, nur. Und das ist nicht viel, also bis jetzt ist es eigentlich immer kaputt gegangen. Und da habt ihr, und es gibt dann halt eine Ranch, die hat eine Chance von, waren 50% oder so. Und das ist halt auch nicht viel, das ist 50-50. Da geht auch mal was kaputt. Und die Electric Ranch, die hat halt eine 100%ige, aber nur im Super Mode. Also wenn ihr die normal so verwendet mit Energie, dann benutzt ihr nur 80, hast du dann eine 80%ige Chance. Und wenn du halt diesen Super Mode einsetzt, dann verbraucht ihr halt 1000 EU pro Mal benutzen. Ich kann 12.000 halt speichern. War doch so? Ne, 10.000. Also kannst du 10-mal den Super Mode einsetzen, bis sie leer ist. Also kannst du 10 Maschinen abbauen. Und der Supermode, den aktiviert man irgendwie mit M plus Rechtsklick, aber ich habe das auch noch nicht rausgefunden, wie es geht. Ich krieg das irgendwie nicht hin. Jetzt könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob das richtig ist mit M plus Rechtsklick. Würde mich mal gerne interessieren, weil ich krieg das irgendwie nicht hin mit diesem Supermode. Irgendwie klappt das nicht. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie, wenn ich M drücke, öffnet sich immer das Menü. Aber naja, ich habe es auch schon mal umgeändert, aber es hat auch nichts gebracht. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst. Ups, jetzt habe ich hier den Block abgebaut. Nein. Egal. Jetzt kommen wir halt zur Electric Ranch. Ich bin noch kreativ. Ich gehe mal kurz in den Modus. So, Electric Ranch ist die erste. Dafür braucht ihr halt eine normale Ranch, wie ich gesagt habe. Electronic Circuit, RE-Batterie, die beiden wieder im ersten Part. Brauche ich ja jetzt auch nicht jedes Mal sagen. Eine Ranch habe ich noch nicht gezeigt, wie man baut. Die hatte ich auch gar nicht im ersten Teil gezeigt. Also Maschinen abbauen, das ist die normale Ranch. Dafür braucht ihr 6 Bronze. So angeordnet. Und dann kriegt ihr eine Ranch raus. Bronze, wie ihr das macht, dafür braucht ihr Copper und Tin. Und das ordnet ihr so an. Hier ein Tin und hier 3 Copper. Und dann kriegt ihr 4 Bronze-Ingots raus. Und die könnt ihr dann halt für die Ranch benutzen. Braucht halt 6 Stück und dann klappt das. Aber wie gesagt, Vorteile an den elektrischen Werkzeugen ist halt, die gehen nie kaputt. Man muss nur halt immer Energie wieder aufladen. Das ist das Einzige, aber sie gehen halt nicht kaputt. Das ist halt besser, als wenn ihr immer wieder Ressourcen verbraucht, um dann halt neue Sachen zu machen. Das ist auch genauso beim Tree Tap. Den hatte ich auch beim letzten Mal gezeigt. Einen normalen Tree Tap, womit ihr dann Bäume abbauen könnt. Hier gibt es auch einen elektronischen. Dann braucht ihr halt nur noch aufladen. Der geht halt auch nie kaputt. Auch wieder eine RE-Batterie und ein Electronic Circuit. Genauso bei dem. Nur statt bei dem hat man eine Ranch gebraucht. Hier braucht man halt einen normalen Tree Tap. Und dann kriegt man einen Electric Tree Tap. Der kann auch 10.000 EU speichern. Wenn ihr damit Rechtsklick macht, dann baut er halt genauso ab. Also der ist halt wieder normale, kann nur halt benutzt nur elektronische Energie. Und jetzt kommen wir zur nächsten Sache auch. Ich rede immer zu schnell, habe ich das Gefühl. Refined Iron braucht ihr für den. Also es ist eine Electric Hoe, habt ihr gerade auch gelesen. Ist halt wie eine normale Hoe, mit dem ihr halt dann auch Seeds dann anpflanzen könnt danach, nachdem ihr den Boden dann mit der Hoe bearbeitet habt. Dann braucht ihr halt hier 2 Refined Iron, eine Electronic Circuit und eine RE-Batterie. Und dann kriegt ihr halt so eine Electrico, die kann auch 10.000 Energie speichern. Und dann braucht ihr halt nie wieder eine Ho bauen, weil, ja, natürlich, meine Ho ist nichts Wertvolles, also kann man auch aus Holz bauen, weil
Man braucht ja nicht viel, aber man kann trotzdem eine Electric Ho machen, dann hat man sie halt und ist eigentlich ganz cool. Eine Mining Drill, ja, Mining Drill ist einmal, ist wie eine Eisenspitzhacke. Ihr braucht hier halt 5 Refined Iron, ein Electronic Circuit, RE-Batterie, alle Sachen sind im ersten Part enthalten. Also alle Dings, Refined Iron im Ofen, hier halt die Copper Cable, 2 Redstone und ein Refined Iron und hier 4 Tin, 2 Redstone und ein Copper Cable. Oh mein Gott, ich kann die ganzen Rezepte schon aus dem Kopf mittlerweile. Und dann kriegt ihr halt eine Mining Drill raus, die hat auch 10.000 Energie und ja, die ist halt wie eine Eisenspitzhacke, kann alles abbauen. Und es gibt halt noch ein Upgrade dafür, eine Diamond Drill, da baut ihr einfach die Mining Drill in die Mitte. 3 Diamanten rum, dann habt ihr halt eine Diamond Drill. Die kann dann halt alles abbauen, ist wie eine Diamantspitzhacke. Und wenn die halt aufgeladen ist, dann kann die abbauen. Aber ich finde, die verlieren immer sehr schnell Energie. Deswegen ist es schon schlau, hier so ein Bedpack oder Labpack dabei zu haben. Und ja, dann produzieren die halt, damit kann man dann halt abbauen wie eine Diaspitzhacke. Und das Gute ist, die geht auch nie kaputt. Und muss nur mit Energie aufgeladen werden. Ja, das wäre es eigentlich sonst mit den Tools. Ich zeige die auch noch mal kurz. Ich setze mir mal, ich mache mal kurz. Nein, warte mal, ich lasse noch mal kurz nach. Jetzt will ich einmal kurz was zeigen. Wird jetzt nicht Nacht. Hallo? Jetzt ist Nacht. Ich wollte noch zeigen, hier mit dem Solarhelm. Normalerweise kann ja Solarenergie nicht in der Nacht aufgeladen werden. Ich zeige das jetzt mal im Bedpack. Und es lädt sich auf. Und das ist halt ein Bug beim Solarhelm, dass in der Nacht trotzdem sich das auflädt, also ist der ganz praktisch. Auch wenn du fliegst mit dem Jetpack, habe ich jetzt auch noch hier, stimmt, das Electric Jetpack. Das Electric Jetpack. Lo. Das habe ich jetzt gerade gar nicht. Lol, ich habe gerade gar nicht, warte mal. Ich glaube, das war ganz leicht. Genau, hier braucht ihr halt eine Bedbox für. Ich habe jetzt das nämlich hier aus vergessen aufzustellen, aber das ist ja nicht so schlimm. Könnt ihr jetzt hier auch so sehen. Braucht ihr halt hier 2 Refined Iron, 2 nochmal 2 Refined Iron, 2 Glowstone Dust, ein Advanced Circuit, hatte ich schon gezeigt, und eine Bedbox. Und die Bedbox, da kommen wir auch gleich noch zu, wie man die baut. Also da zu der Energiespeicherung. Eine Bedbox ist nämlich die erste Version von Energie, die gespeichert wird, also die niedrigste, die speichert 40.000 EU. Und dann gibt es halt noch 2 höhere, das zeige ich aber gleich. Erstmal kommen wir jetzt hier zum Dings, das Teil müsste gleich voll sein. Na okay, das dauert lange. Aber jetzt zeige ich nochmal, wenn ich das abnehme, jetzt hat es keine Energie mehr, jetzt zieht den HV auf. Jetzt lädt es auch nicht mehr auf. Also bei denen ist der Bug nichts, nur bei normalen Solarhelm, dass sich das in der Nacht auflädt. Und ja, jetzt kommen wir noch zum Bedpack. Guck, dass die Energie geht jetzt hier nicht rein, denn die Diamond Drill hatte ich schon vorhin aufgeladen gehabt. Das war schon, ja, weil ich das schon ausprobiert habe. Also Bedpack ist halt jetzt die Energie und die sind halt jetzt leer. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit Tree Tap hier rangehe, jetzt klick auf die Sticky Receipts mache, sieht man, die hat 10.000 EU, obwohl der Strich top. Okay, das ist jetzt ein Bug auf jeden Fall. Die Energie ist voll, aber der grüne Strich fehlt aus irgendeinem Grund. Das wusste ich auch nicht. Jetzt guck, jetzt ist der Strich auf einmal da. Das war irgendwo in einem Bug. Auf jeden Fall, dann könnt ihr halt mit dem Tree Tap auch abbauen. Und das Teil hat, wie ihr gesehen habt, jetzt schon Energie verloren. Also wird dann halt herausgezogen. Ihr könnt natürlich jetzt auch V aufsetzen und ein Lab Pack. Also ihr müsst es immer daran ziehen, damit es sich auflädt. Es lädt sich nicht auf. Geil. Ach ja, es ist auch Nacht. Ich habe ganz vergessen, es ist ja Nacht. Dann geht es auch nicht. Dann klappt es auch. Ich wollte schon sagen, warum sich das jetzt nicht auflädt. Guck, jetzt lädt sich das auf und man sieht, HV um einiges schneller. Auf jeden Fall. Und ja, man kann jetzt auch zum Beispiel ein Jetpack aufziehen. Es lädt sich auch auf und dann kann man, wenn man Leertaste gedrückt hat, einfach mal schön fliegen. Yay! Und wenn man halt nicht mehr drückt, dann fällt man runter. Und ja, das ist ganz cool. Und dann kann man halt mit einem Jetpack richtig geil rumfliegen, yeah. Aber wenn ich dann auch schon mal beim Jetpack, mache ich das jetzt einfach nochmal spontan rein, weil ich da noch nicht dran gedacht habe, da kann ich das doch direkt hier reinmachen, die Log voll gut. Weil Jetpack, wenn man runterfällt, kriegt man ja Fallschaden. Dann zeige ich das jetzt nochmal direkt. Dann macht ihr einfach, baut ihr euch einfach Long Fall Boots. Das mache ich jetzt einfach noch spontan mit rein.
als wenn das, weil das lohnt sich nicht, glaube ich, als extra Video. Und dann macht ihr euch Long Fall Boots. Dafür braucht ihr zweimal ein Long Fall Boot. Und die müsst ihr dann halt zusammen craften. Braucht ihr halt 6 Eisen für 2 Dias und ein Obsidian. Also das braucht ihr zweimal, also 4 Diamanten, 12 Eisen und 2 Obsidian. Und dann kriegt ihr ein Long Fall Boot. Und dann könnt ihr halt euch die zwei da nebeneinander. Und dann habt ihr Long Fall Boots. Die nehme ich mir auch mal kurz. Gehe ich mal hier rein. Ich gehe mal kurz aus dem Creative raus. Jetzt fliege ich mal hoch mit dem Jetpack. Lass mich mal runterfallen. Longfall Boots habe ich an. Man hört zwar, dass man Schaden bekommen würde, aber man kriegt keinen Schaden. Also man hört noch den Fallschaden, aber das ist ja egal. Hauptsache man kriegt den Schaden nicht. Weil es sieht voll cool aus irgendwie. Mit dem Helm und so. Naja, auf jeden Fall wollte ich das auch nochmal zeigen. Lass ich mir jetzt eigentlich auch mal an. Und dann gibt es halt noch die Electric Ranch. Die kann ich auch nochmal zeigen. Dann muss ich mir mal kurz den Jetpack aufziehen. Obwohl ich kann auch das hier aufziehen, das ist eigentlich egal. Geht sich auch auf. Und dann seht ihr halt, dadurch, dass der HV sich auflädt, geht das halt da rein. Und dadurch geht die Energie dann halt in die Ranch. Also sozusagen habt ihr dann ganz schön viel Energie, die sich dann... Und die Ranch könnt ihr dann halt mit Sachen abbauen. Was bauen wir denn mal einfach mal? Ich nehme jetzt einfach mal... Was nehmen wir mal? Ein Amethyst. Den zeige ich auch nochmal gleich. Den baue ich mal hin. Ich baue mal... Keine Ahnung, wie viele baue ich hin. So, ich baue jetzt mal... 8 Stück sind das, glaube ich, jetzt gerade. Ich baue die mal alle ab. Man muss halt Shift gedrückt halten, weil sonst man das Teil öffnet. Hallo? Ah, ne. Hä, warum? Lass mich jetzt... Hallo? Die Ranch will gerade nicht abbauen. Hallo? Abbauen. Warum? Klappt das nicht? Hält sich das irgendwie... Kann man die Ranch nicht mit... Kann man... Ich glaube, die Ranch kann man nicht aufladen. Habe ich das Gefühl. Ich glaube, nein. Also Ranch-mäßig geht nicht. Wenn, guck mal, wenn ich jetzt abbaue, passiert das nämlich, dass ein Maschinenblock rauskommt, weil die Chance sehr niedrig ist. Ich nehme mal jetzt eine volle Ranch. Also Ranch kann man nicht aufladen, habe ich das Gefühl. Könnt ihr mal in den Kommentar schreiben, ob das jetzt ein Bug war oder ob das wirklich so ist. Jetzt baue ich mal damit ab. Hab einen rausbekommen. Hab auch einen rausbekommen. Rausbekommen. Ich war aber nicht im Supermode, habe trotzdem bis jetzt alle rausbekommen, weil es ist wirklich sehr gering, dass was kaputt geht. Aber es kann halt passieren. Deswegen sollte man am besten den Supermode benutzen. Ist das rausgekommen? Mal gucken, ob hier irgendwann was kaputt geht. Bis jetzt klappt es aber. Offensichtlich. Scheint also bis jetzt immer zu klappen. Ich baue nochmal ein paar ab. Immer noch? Also irgendwie... Naja, man, 20% ist doch schon noch was, aber irgendwie geht keiner kaputt. Ich baue nochmal ein paar ab. Ah, jetzt öffne ich das Teil immer wieder hier. Oh, jetzt ist sie leer. Na toll, nehme ich mir nochmal eine neue. So. Zack, zack. Ich habe jetzt das Gefühl, dass die bald schon 100% hat. Das ist gar kein super Motiv, aber... Leute, man kann Sticky Resin auch platzieren. Und jetzt ist es kaputt gegangen. Aha, wenn man es also platziert, kann man es nicht wieder abbauen. So, ohne weiteres. Das wusste ich auch noch nicht, dass man das platzieren kann. Habe ich noch nie rausgefunden. Komisch. Also irgendwie das Gefühl, dass die trotzdem irgendwie 100% hat, weil irgendwie geht nichts kaputt. Aber es kann auch sein, weil ich jetzt keine 100 MFSU hingestellt habe. Da müssten davon eigentlich 20 Stück kaputt gehen. Normalerweise. Aber es hätte mittlerweile, denke ich mal, einer kaputt gehen sollen. Aber, komisch. Also mir ist schon mal was mit der Ranch, meine ich, kaputt gegangen. Der Electric Ranch, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich habe gelesen auf jeden Fall, dass sie Super Mode haben soll und dann erst 100% haben soll. Ich ziehe mir mal wieder mein Jetpack an und kann wieder fliegen. Yeah, ich bleibe jetzt auch, denke ich mal, im normalen Modus. Ich brauche jetzt kreativ eingehen. Und ja, also das wären dann erstmal so die Werkzeuge. Und jetzt kommen wir zu den Speicherungen. Also hier haben wir mal noch ein paar Beispiele. Einmal ein normales Solarpanel, direkt mit einer Badbox angeschlossen. Könnt 40.000 Energie speichern. Füllt sich jetzt gerade nicht auf. Mace Raider ist hier auch noch. Und dann seht ihr hier, da kann halt der Mace Raider sich da Energie raussaugen. Weil Solarpanels ja Solarenergie ja nur am Tag auflädt. Aber am Tag kann dann hier Energie gespeichert werden, weil die hier brauchen ja nicht immer Energie.
und dann lädt sich das auf und dann kannst du halt, wenn du mal in der Nacht bist, dann kannst du dann halt die Energie aus der Bandbox entziehen und Maschinen benötigen und braucht Low Voltage halt wieder mit 8 EU, der pumpt halt schneller die Bandbox auf, also es geht halt schneller und ihr seht auch hier Output 32 EU pro Tick hat das Teil und das können halt noch Maze Rater noch ab, also davon gehen die noch nicht, fliegen die noch nicht hoch. Zu den Sicherungen hatte ich auch da noch gezeigt im letzten Part. Hier ist ein Medium Voltage. Der powert den MFE an, der ist auch jetzt schon vor mittlerweile. 128 EU Output hat der, da braucht man halt schon eine Sicherung zwischen. Und das zeige ich hier auch nochmal beim High Voltage. Der halt, die meisten, da ist ein MFSU zwischen, der kann ja 512 EU ab. Deswegen bräuchte er jetzt keine Sicherung zwischen. Das geht dann halt in MV-Transformer, habe ich das, das habe ich hier auch nochmal gemacht. Also halt 512 EU geht da rein, der MV-Transformer verwandelt hat die High Voltage, das erkläre ich jetzt nochmal hier, in 128 EU und die gehen halt in den MFE, der kann halt auch nur 128 EU ab, die gehen dann halt hier rein, die gehen dann halt in den LV und der produziert dann halt 32 EU raus und die gehen halt in die Bedbox, die 32, und dann kann man halt einen Maze Rater hier anfeuern und ja, produziert auf jeden Fall viel Energie. Dieses Megateil, der High Voltage. Und ja, kommen wir mal weiter. Wie man jetzt diese ganzen Sachen baut. Dazu gehen wir mal hier hin. Also als erstes die Bedbox. Dafür braucht man Holz. Oh, ich jetzt hier 3130 dran. Braucht man gar nicht. Dann nehme ich mal raus. So, hier nochmal da schnell rausnehmen. Also hier braucht man halt Holz einmal rundherum. Ist egal welches. Da kann man jedes nehmen. Das müssen halt Holzbretter sein. Ein Copper-Cable und 3 RE-Batterien und dann bekommt ihr eine Bedbox raus. Ja, die produziert halt 40.000 EU, hat halt 40.000 EU, also kann sie speichern. Und jetzt kommen wir zum MFE, der 600.000 speichern kann. Hier braucht man halt 4x2x isoliertes Goldkabel, hatte ich auch alles drüben gezeigt, das brauchte man ja auch. 4 Energy Crystal, das hat, war auch drüben, halt, man braucht hier halt einen Diamanten und Redstone außenrum, einen Meshing Block und dann kriegt ihr ein MFE. Und der produziert halt kann halt 600.000 EU speichern und ist auf jeden Fall eine um einiges größere Variante noch als die Bedbox, aber halt auch einiges teurer, weil denn eine Energy Crystal kostet einen Diamant, also es sind schon 4 Diamanten, aber es geht noch teurer, der MFSU. 6 Laboratory Crystal, ein MFE. Der MFE hat ja viel, braucht man ja 4 Diamanten schon für. Dann braucht man für ein Laboratory Crystal auch nochmal einen Diamant. Also sind das schon 10 Diamanten insgesamt, die er dann halt für den MFSU braucht. Dann braucht ihr noch einen Advanced Circuit, hatte ich ja auch schon eben gezeigt, wie man den macht. Und ein Advanced Machine Dock, der ist schon etwas komplizierter, aber so kompliziert ist der auch nicht. Da brauchen wir halt Carbon Mesh und alles. Ja, kommen wir erstmal zum Lapatron Crystal. Dafür braucht man einfach Lapis Lazuli. Ist ja auch schon irgendwie so ein bisschen im Namen, hört man ja schon, Lapatron. 6 Lapis Lazuli außen, 2 Electronic Circuits und ein Energy Crystal in der Mitte. Und da kriegt ihr einen Lapatron Crystal. Und den braucht ihr dann halt für den MFSU und davon 6 Stück. Ja, jetzt kommen wir halt zu dem Advanced Machine Block. Wie man den macht, das zeige ich euch jetzt. Also ihr braucht dafür, da habe ich aber auch noch aufgestellt, den habe ich hier. Hier ein Advanced Machine Block. Braucht ihr 2 Carbonplatten, 2 Advanced Alloy und ein Machine Block. Machine Block ist einfach 8 Refined Iron außenrum. Habe ich aber auch im ersten Part gezeigt von der Solarenergie. Und ja, jetzt kommen wir zu den Carbonplatten. Davon braucht ihr 2 und von denen auch. Advanced Alloy braucht ihr auch 2. Wie ihr die Carbonplatten macht, hier sind die Carbonplatten. Dafür braucht ihr halt Raw Carbon Mesh. Also wenn ich jetzt hier mal aufklicke, seht ihr hier Raw Carbon Mesh. Kommt da rein und dann kommen Carbonplatten raus. Wie man die macht, das zeige ich mal jetzt hier. Aber ihr braucht halt, bevor ich das zeige, sollte ich erstmal sagen, das hier ist ein Kompressor, wo er dann halt das Raw Carbon Mesh reinbaut. Das braucht ihr auch gleich noch für die Advanced Alloy. Braucht ihr auch noch einen Kompressor, den zeige ich jetzt erstmal. Also ein Kompressor ist eigentlich sehr relativ einfach. Der kostet nur 6 Stone, also den einfach Pflastersteine in den Ofen. Ein Machine Block, einfach wieder 8 Refined Iron außenrum und eine Electronic Circuit. Kann ich eigentlich nochmal hier zeigen. 6 Copper Cable, 1 Refined Iron und 2 Redstone. Und dann habt ihr einen Kompressor.
Da, den könnt ihr hinstellen. Ich habe jetzt einfach hier zwei hingestellt, damit ich einfach zeigen kann. Ihr könnt natürlich auch nachher nur einen benutzen und dann halt beides da dran zu machen. Das ist ja egal. So, das wollte ich noch nicht. Ich komme jetzt erstmal zu dem Worker Bone Mesh, wie ihr den macht. Dafür braucht ihr zweimal Worker Bone Fiber. Natürlich, jetzt müsst ihr auch wissen, wie man Carbon Fiber macht. Das zeige ich ja mal auch. Also, Coal Dust müsst ihr halt 4 Stück anordnen und bekommt dann Worker Bone Fiber. Das ist egal, wie ihr es anordnet. Ihr könnt es auch hier anordnen. Kriegt ihr es auch, oder ja, ordnet es hier an, oder ihr ordnet es da an. Das ist egal, ob es sonst in 4. Nebeneinander kann man es auch so, nein, man muss es auf jeden Fall so in einem Viereck anordnen. Dann kriegt man Raw Carbon Fiber raus. Und dieses Raw Carbon Mesh kommt dann halt in den Kompressor, und dann bekommt ihr da halt Carbonplatten raus. So, aber jetzt brauchen wir halt noch die Advanced Alloy. Die macht man aus Mixed Metal Ingots. Und wie man die macht, ist eigentlich ganz relativ einfach. Ihr geht einfach hier rauf, platziert hier 3 Refined Iron, hier 3 Tin und da Bronze. Bronze hatte ich schon gezeigt, einfach 3 Copper außenrum und 1 Tin in die Mitte. Und dann bekommt ihr halt 4 Bronze raus, ihr braucht nämlich auch genau 3 und ihr kriegt halt auch 2 Mixed Metal Ingot raus. Also dann habt ihr schon die 2 Advanced Alloys für den Advanced Machine Block, für den MFSU. Und dann habt ihr halt dieses gigantische Teil, das 1 Million Energie speichern kann. Das zeige ich auch nochmal hier. Beim High Voltage hatte ich den hingestellt und der hat genau 1 Million hier schon gespeichert. Der hat sich ziemlich schnell aufgefüllt, aber es ist halt auch ein High Voltage, der so unglaublich viel produziert. Und mit 1 Million Energie könnt ihr dann schon viel anfangen. Und diese Energiespeicherung könnt ihr nicht nur bei Solarenergie verwenden, könnt ihr auch bei Lavaenergie, bei Wasserenergie, also ihr könnt ihr überall verwenden. Also das ist egal, die speichern hauptsächlich elektronische Energie. Es gibt auch noch eine andere Energie, aber die hat uns jetzt ja nicht zu interessieren. Wir sind ja jetzt noch bei der EU. Die werde ich, denke ich, noch später auch machen. So, und dann haben wir das halt. Und das wäre es eigentlich schon auch alles, eigentlich alles. Dann habt ihr halt hier die Solarenergie, wie ihr unterwegs Energie speichern könnt, wie ihr dann unterwegs auch eure Tools verwenden könnt. Und ihr könnt natürlich auch die Tools zu Hause aufladen. Also, das ist auch kein Problem. Ihr könnt jetzt zum Beispiel die in den MFSU reinpacken. Diamond Drill, okay, der war sofort voll, der ist auch voll. Ranch könnt ihr dann hier zum Beispiel aufladen, sieht ihr auch, geht ganz schnell im MFSU. Ich habe hier noch eine, lade ich auch nochmal auf. Ach, ihr könnt auch den in die High Voltage reinpacken, aber da, der lädt sich dann auch auf. Ist das ein Bug? Das ist ein Bug. Guck mal, da kommt sogar Energie, wenn ich was da rein tue. Obwohl Nacht ist. Also ist ja auch der Sonnenbug, weil es ist ja eigentlich... Oder wird die da raus... Ach nee, die wird die da rausgezogen? Eigentlich kann der hier wieder reinkommen? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall könnt ihr dann auch den MFE packen. Also könnt ihr dann auch hier reinpacken. Lädt sich auch auf. Oder packt in die Bedbox. Also das geht überall dann rein. Ist ja überall Energie dran. Und ja. Ich hoffe, es hat euch der zweite Part gefallen. Vielleicht ging das ein bisschen wieder zu schnell. Und ihr könnt gerne mal auch nochmal wieder in die Kommentare schreiben, was ihr noch als nächstes sehen wollt. So, jetzt könnt ihr hier nochmal kurz sehen. Hier ist jetzt nochmal die komplette Solaranlage, alles von ersten Part und zweiten Part. Und es ist eigentlich ziemlich viel geworden, finde ich. Also die ganzen Project Table jetzt hier. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Gebt einen Kommentar und lasst einen Daumen oben, wenn es euch wieder gefallen hat. Und schreibt mal in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Welche Energiequelle oder irgendein anderes Tutorial von PCBs, was ihr sehen wollt. Müsst ja nicht unbedingt Energiequelle sein, es gibt ja noch andere Sachen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr gerne sehen wollt. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Sage ich jetzt schon zum zweiten Mal. Und würde mich bedanken fürs Zuschauen. Und haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.